Was? Wo? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Mist, ich bin im Fachteil der City. Wie? Was? Wo? Wie bin ich von der Siegerstraße hierher gekommen? Ich muss wohl ohnmächtig geworden sein. Im letzten Part. Dann werde ich mir wohl dieses Mal ein bisschen was an, ja, Schutz besorgen. Und dann gehen wir gleich wieder auf zur Siegesstraße. Hast du Schutz? Nein, scheinbar hast du keinen Schutz. Aber du hast bestimmt Schutz, oder? Korrekt, er hat Schutz. Und zwar Schutz, Superschutz und Topschutz. Nehme ich mir mal Topschutz. Ja, 15 ist besser. Gut. Nein, danke. Ich habe alles. Gut, jetzt geht's mal wieder zurück zur Siegesstraße. Hier entlang und zack. Der Nierweg. Du wirst hier wieder umgangen. Nein! Wusste ich doch, dass ich das nicht schaffe. Ein zweites Mal schaffe ich das nicht. Meine Pokémon und ich sind seit dem Beginn unserer Reise ein Herz und eine Seele. Gut, hier dran vorbei schleichen. Ach nee, Mann, Mist. Ich gehe lieber nochmal zurück und heile mal meine Pokémon. Gut, da bin ich auch wieder und jetzt hier wieder in einen Kampf. War so klar. Na, aber dann habe ich die wenigstens frei und kann dann durchrasen. Wer sämtliche Pokémon-Attacken und Fähigkeiten beherrscht, ist logischerweise unschlagbar. Gut, hätten wir das auch überlebt. Nochmal schnell die Pokémon auf heilen. Und da waren wir wieder auf dem Dernierweg. Jetzt können wir hier durchrennen. Genauer gesagt skaten. Gut, ab auf die Siegesstraße. Es hat ein bisschen gedauert, aber gut. Wir wollen hier heute auch noch ein bisschen vorankommen. So, ich muss mal Schutz einsetzen. Das könnte effektiv sein. Topschutz einsetzen. Und das Sprühgeräusch ist natürlich lustig. Psst. Sind hier Creeper unterwegs? Christoph sitzt zu fallen. Und hoch. Habe ich gegen den schon gekämpft? Ja, offensichtlich schon. Ach, hier war der Trainer, wo ich im letzten Part versagt habe. Okay, den schaffen wir heute. Herausforderung und Schwarz. Gut, Luan. Machomai wird in den Kampf geschickt. Das lag, glaube ich, daran, dass ich fast keinen Pokémon mehr hatte. Ja, das wird jetzt ein bisschen besser aussehen. Body Slam. Matsch. Okay, das hat nicht sehr gut ausgesehen. Ich versuche trotzdem weiter. Ja, mit einem anderen Pokémon. Let's Play Markus vielleicht? Level 44, was zum Geier? Habe ich den gar nicht trainiert? Erzbeben. Okay, das ist nicht so toll.
Let's Play Markus wurde besiegt. Kann es sein, dass mein Team einfach zu schwach für die Pokéliga ist? Los, Christoph. Würde mal sagen, Aquawelle. Super. Gleich besiegt, gleich besiegt. Halt's durch, Christoph. Einmal Biss oder so, vielleicht. Reicht der Biss? Nein, reicht nicht. Ich hätte Stoff einsetzen sollen. Mann. Die falschen Entscheidungen in den falschen Minuten. Los, Justine, vielleicht kannst du das ein bisschen richten. Da ist zwar gleich wieder mein ganzes Team futsch, aber... Na gut. Ich habe ja Beleber und Tränke mit. Das lässt sich schon wieder richten. Mach mal, ihr Gegner wurde besiegt. Justin erhält 2917 EP-Punkte. Auch der Rest des Teams erhält einige EP-Punkte. Ich besiege Luan. Aua. Diese Niederlage fühlt sich an, als hätte ich mir ins Splitter eingetreten. Let's Play Ben gewinnt 2800 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen Luan hervor. Oh, da geht's schon raus. Sag nicht, das war's. Oha. Ist man allein auf Reisen, braucht man vor allem eins. Neugier. Gut. Vielleicht der nächste Trainer. Wieder eines. Marsax. Oha. Der sieht doch geil aus. Gut, Justine. Auf diesen Kampf war ich nicht vorbereitet. Jetzt musst du das irgendwie richten. Ich wollte gerade Beleber und sowas einsetzen. Aber ja. Ich hatte nicht geahnt, dass da gleich ein nächster Kampf kommt. So. Vermutlich wird es Justine nicht mehr ganz alleine schaffen, aber zumindest teilweise. Moment, ich kann auch hier einmal einen Hypertrank. Da habe ich zumindest vielleicht eine ganz reelle Chance, mal Maxax doch mit Justin zu besiegen. Das würde zumindest Justin einige EP-Punkte bringen. Komm! Ich glaube, du schaffst das. Los, Justine! Ich glaube an dir. Das wird eng. Benutze mal jetzt noch einen Hypertrank. Ich möchte, dass Justine mal einen Erfolg hat. Mal ganz im Alleinzug mal ein stärkeres Pokémon besiegt. Justines Trumpf. Gut, fliegen. Gut, das sieht doch ganz gut aus für Justine. Ja, Justine hat Maxax besiegt, der übrigens 7 Level höher als sie war. Ja, ich bin stolz auf dich, Justine. Das hast du richtig gut gemeistert. Ein Lob an dich. Mein Team ist halt auch in gewissen Sachen gut. Was war das? Alter, erschreck mich doch nicht so. Huch, ein Ibitak. Wo ist denn das jetzt hergekommen? Hau ab. Flucht gescheitert. Oh nein. Flucht gescheitert. Du bist entkommen. Okay, das geht doch. Alter. Versteckte... Oha, versteckte Schreckensmomente. Gut, jetzt werde ich mal ganz schnell mal mein Team wieder heilen. So, Christoph. Jetzt bei Markus wird wieder überlebt.
Und Jason wird wieder belebt. So, jetzt gibt es ein paar Hypertränke. So, wo sind meine Hypertränke? Hier. Hopp. Hier einen für Lesbian Markus, hier einen für Justine. Hier einen für Christoph und noch einen für Jason. So, und jetzt das Team wieder einigermaßen topfit. Und weiter geht's. Kann ich mich irgendwie, ja, hier drumherum schlängeln. Dann geht's hier weiter. Das sieht aus, als würde es da weitergehen. Oder auch nicht. Ich brauche den Felsen von dort. Habe ich denn überhaupt Stärke? Habe ich den Pokémon, was stärker einsetzen kann? Oh, ein wildes Let's Play Markus. Ein wildes Lennificate. Oh, mein Lennificate. Es tut mir so leid für dich, dass ich dich in die Box tun musste. Ja, nach 3 Versuchen klappt es immer. So. Hier rüber. Versuche mich wieder um jeden Trainer rumzuschleichen. Oh, Kacke. Schutz wirkt noch, oder? Ja. Ach ja, stimmt. Jason hat Stärke. Schieb! 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 Hau ruck! Und rein da! Rein! So, jetzt können wir rüber. Oha, hier ist es ein Zweierkampf. Naja, dann müssen wir wohl. Ich geb dir eins auf die Nase. Zack! Den Champ herauszufordern reißt uns gar nicht so sehr. Wir wollen lieber das beste Kampfduo sein. Na dann. Jedem das seine, mir das meine. Oh, wieder ein Doppelkampf. Ich mag Doppelkämpfe. Meditanis und... Wie ist das andere? Galak.